am Anfang war die grüne Flamme. Alles allmächtig verzehrend, was ihr in den Weg trat, voll kühn. Die Wesen der Welt fielen, doch fanden nicht ihre letzte Stätte, nur um als Marionetten des smaragdgrünen Feuers ins Leben zurückzukehren. Einzig die Ratten waren standhaft und kämpften, bis die grüne Flamme auf Periklef endgültig erlosch. Mera. Mera, wo bist du? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und das heißt Ghost of a Tale. Warum ich mich dafür entschieden habe? Schaut doch dieses Gesicht an. Schaut, wie süß der ist. Ich habe mir ein paar Screenshots angeschaut und dachte ich, ah, ist der nicht süß? Das hat mich schon überzeugt. Und dann noch die kleine Laute. Ah, schön, schön. Na gut, fangen wir an. Genug geschwärmt. Wir haben eine Mission zu erledigen. Welche, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Okay. Ach, ist der nicht süß? Schaut ihn an. Ein kleiner Barde. Na gut, so. Wir sind hier gefangen. Was können wir hier machen? Pilze. Oh, deine Gesundheit ist schlecht. Drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen und etwas zu essen. Hier findest du außerdem Infos zu Missionen und zur Hintergrundgeschichte. Okay. Also erstmal was zu essen. Pilze. Fragezeichen HP. Ja, wahrscheinlich muss ich es einmal essen und untersuchen. Na komm, iss. Iss. Apfel. Missionen. Tief, gar nichts, Fähigkeiten, oh. Lore, Orte. Anscheinend noch nichts. Na gut. Nachttopf, Gitter. Kann nicht geöffnet werden. Brot. Essen wir erstmal. Eine mysteriöse Nachricht. Triff mich oben auf dem Wachturm. Erwische deine Spuren und beweg dich unbemerkt. Es. Oh, ein Schlüssel. Ja, zufällig liegt hier ein Schlüssel. Abfallrest. Okay. Schlafen. Na, wir sind noch gerade erst aufgewacht. Rote Rose. Blumen für Mera. Du standest vor dem Baron, deine Frau Mera an deiner Seite. Meine Frau? Okay. Scheinen suchen wir sie. Wo ist meine Frau? Er trug dir auf, ein Lied zu spielen. Der vergiftete Kelch. Da wusstest du, er wollte sich nicht amüsieren, sondern dich vielmehr auf die Probe stellen und du spieltest. Aber Mera schwieg nur und ihr Blick war voller Missachtung. Der Baron ging auf sie zu, um sie zu schlagen. Oha! Komm näher! Du schriest und sprangst dazwischen. Dann war da nur noch Dunkelheit. Wie viele Tage sind seitdem vergangen? Tief in deinem Herzen weißt du, dass sie noch am Leben ist. Und eines Tages wirst du sie wiederfinden. Bis dahin hast du nur diese Blumen, diese Erinnerungen an sie und eine Frage, die in deinem Herzen brennt. Warum? Ist es Seite? Also, wer hat meine Frau geschlagen, dass das gibt? Das gibt Rache. Okay. Gehen wir hier raus. Dann habe ich so scheiße gespielt. Zellenschlüssel. Geh aus dem Verlies. Was ist das? Zellenliste. Name Thilo. Ah, wir sind Thilo. Wow. Schöner Name. Barde. Akte der Aufwiegelung. Hey, ich habe gar nichts gemacht. Du hast meine Frau geschlagen. Wer auch immer du bist. Ruhe. Ah, Kapuze. Kerze. Okay. Fluorin. Feuereisen. Kann man machen. Meine Wache hat dich bemerkt. Schnell, geh zur Tür und halte. Um dich zu verstecken, vergiss nicht. Es gibt viele unterschiedliche Verstecke. Gott, oh Gott. Oh, hier kann man schnell speichern. Machen wir gleich mal. Ratten. Schaut euch diese Visage an. Die verfolgen mich einfach in jedem Spiel.
Geh, schau, dass du schleichst. Kann ich raus? Okay. Auf allen Vieren kannst du richtig schnell rennen. Halte Left Shift und zu rennen. Okay. Was ist das? Der Käfer. Ja, mit. Ah, okay. Leer. Getreide. Ach, anscheinend spiegelt meine Gesundheit meine Ausdauer wieder. Stock. Ein robuster Zweig. Wunderbar zum Werfen geeignet. Zerbricht mit einem lauten Knack. Kann für Ablenkungsmanöver verwendet werden oder zum oder um einen hochgeladenen Gegenstand herunterzuholen. E zum Werfen. Mausrad. Um die Werkzeuge zu klettern und Mausrad drücken, um etwas auszurüsten oder abzulegen. Ja, machen wir. Es ist so dunkel hier. Ich habe doch irgendwie Kerze bekommen. Tür. Einen Schlüssel brauche ich, okay. Das ist das Feuereisen. Interessant. Was ist das? Ist da jemand? Banner. Dafür brauchst du einen Kerzenhalt. Aha, das Symbol eines Unterdrückerereignisses. Und anscheinend Erfahrung. Okay. Aufmachen, hallo? Oh, Türhebel. Ja. Hallo? Wer bist denn du? Komm her, Käfer. Alter Froschpirat. Bei allen flutschigen Plundern, was glaubst du, was das werden soll, Kleiner? Trampelst einfach so ungefragt in meine Zelle. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Fußnote? Flutschige Plunder. Seefrauen und Piraten führen gern ein besonders haltbares, flaches und geleeartiges Gebäck als Notreserve mit sich. Okay. Denn ich habe selbst keinen Schimmer. Na toll. Du kennst deinen Namen nicht? Nein, warte. Herold Rotbart, das war's. Herold Rotbart, der ehemalige Steuermann der Seehexe unter dem Kommando von Kapitän Otto Pulverfass. Der interessiert mich nicht. Bist du gekommen, um mich auszurauben, du kleines Spitzgesicht? Natürlich nicht, hey. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht ausstehen kann. Stinkende Mäuse und stinkende Lügen. Das ist völlig unentspannt, Herold. Was muss ich machen, damit du deine Aroma aus der Zelle verfrachtest? Hast du mir dabei geholfen? Sieh dir meine Ketten an, Kleiner. Was sagt dir das? Sieht es so aus, als könnte ich dir helfen zu fliehen? Schütze ja nicht. Ei! Und ich würde es auch nicht. Selbst wenn ich könnte. Komm bitte, ich brauche Hilfe. Bist du dir sicher? Oder springst du mich dabei raus? Vielleicht könnte ich den Schlüssel für deine Ketten finden und dich befreien. Mich befreien? Warum sollte ich denn frei sein wollen? Freiheit ist überhaupt erst der Grund, warum ich hier bin. Also, das und der ganze Piratenkram. Nein, ich habe alles, was ich brauche. Genau hier. Schön, muffige Luft, zahlreiche Fliegen zum Essen. Und ich habe meinen eigenen Stuhl. Es gibt da nur eine Sache. Am Ende des Ganges. Die schlafende Wache. Ich hin und erwürge sie für mich. Wow. Warum? Weil er mich einen Piraten genannt hat. Bist du ein Pirat? Ei, sehr stolz drauf. Aber wie er es gesagt hat, als wäre es ein Verbrechen, ein Pirat zu sein. Unverzeihlich! Dann machst du das also für mich? Ich meine, ich könnte es versuchen. Ach, Kleiner, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich würde doch niemals sowas von dir verlangen. Puh. Das mache ich schon selbst, wenn die Zeit reif ist. Warum stehst du dann nicht einfach eine Flasche von seinem Fusel für mich und ich schau mal, ob ich dir helfen kann? Ja, Gerold. Machen wir. Schön hast du es hier. Interessant. Dann holen wir uns mal den Fusel. Okay, was haben wir hier sehr schönes? Schön essen. Ich glaube, es wird. Was ist das? Ja, und seid ihr, wie er mich bemerkt? Nichts. 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 Okay. Du kannst schleichen, wenn du dich gleich sofort bewegst. Okay. Süß. Wir nehmen ja alles mit. Ich glaube, das brauchen wir später noch. Ich glaube, das wird oft schief gehen. Käfer, Käfer, Käfer. Okay. Überall ein Schlüssel, was ist denn hier los? Das ist
kennen. Ah. Aber ich brauche den Fusel noch. Sehen. Oh. Schon wieder 1000 Schlüssel. Okay. Schleichen. Nichts anzünden. Nicht so laut. Tritt behutsam auf und versuche die Wache nicht zu wecken. Man kann dich hören, bewege dich langsam, um weniger Lärm zu machen. Man kann dich sehen. Geh schnell aus dem Sichtfeld. Okay. Was auch immer. Ratten, nehme dieser Ratten. Ist die Maus nicht süß? Dilo. Und das jetzt an. Ich hoffe, das war ein Fehler. Oh Gott. Weg jetzt! Das war nicht zu. Das war nicht so geplant. Und weg. Hat mich gesehen? Nicht gesehen? Er hat mich nicht gesehen. Das war nicht so geplant. Erstmal speichern. Oh, es war völliger Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Geralt, ich komme. Den ersten Fusel. Duckmäuserisch. Was bedeutet dieses Wort? Eine edle Maus mit ganz viel Stil. Die Mäusen war hin und weg von seiner edlen duckmäuserischen Art. Ich habe keinen Plan, was er redet. Hm, vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für mich. Also, was willst du, Maus? Hier ist die Flasche. Gut, jetzt steck mir den Flaschenhals zwischen die Lippen. Okay. Mit einem geschickten Kopfschwung schleudert der Frosch die Flasche quer durch seine Zelle. Sie zersplittert in 1000 Scherben an der Wand. Jedes Mal, das Spitzgesicht sich besoffen hat, musste ich sein verdammtes Geschnarche aushalten. Ah, okay. Das hat endlich ein Ende. Getan, wonach du gefragt hast. Hilf mir jetzt. Ich habe dir mein Piraten-Ehrenwort gegeben. Aber ich kann wohl mal eine Ausnahme machen. Ich werde einige deiner Fragen beantworten. Was willst du von mir? Wo ist meine Frau? Ist sie eine Maus? Vielleicht. Nun, da kann ich dir leider nicht helfen. Es ist so schon knifflig, euch Mäuse zu unterscheiden mit euren Ohren und Schwänzen und den albernen Hüten. Er ist nicht albern. Na schön. Dann war das deine erste Frage, die du gestellt und beantwortet bekommen hast. Wo bin ich hier? Du bist in der Burg, die Ruin am Ufer des Valia-Sees. Okay. Gewöhn dich mal lieber schnell dran. Na schön. Dann muss ich dich noch zwei Fragen stellen. Wie lange bin ich schon hier? Mal überlegen. Das muss mindestens 10 Tage her sein, als sie dich hergebracht haben. Du warst mehr tot als lebendig. 10 Tage bin ich hier. Na schön. Du hast noch eine Frage, Maus. Überleg dir lieber gut, was du wissen willst. Bist du mäusisch? Nur ein paar Schimpfwörter. Na schön. Das war's für dich. Sind wir quitt? Das war's? Du hast mir so gut wie nichts verraten. Ich habe dir mehr verraten, als du verdienst. Und dankbares Spitzgesicht. Ja, du schuldest mir was. Pff, alles, was ich dir schulde, sind meine Hände und deinen Hals. Ah? Aber, schön, was glaube ich, dass ich helfe. Aber ja, wie gut, dass du hier fetzt bist und nur ein gesundes Bein hast. Ich habe Mäuse schon für weniger und unter schlechteren Bedingungen erledigt. Und dieser kleine. Ich will dir was verraten. Wirf mal einen Blick hinter mich in meinem Nachttopf. Vielleicht findest du ja ein paar Florinen, die du gebrauchen kannst. Ja, gute Frage. Warum? Na, ich konnte den Lauf der Natur eben für immer aufhalten. Was meinst du denn? Es ist mir ein paar Florinen wert, wenn du Nervensäge dann endlich von hier verschwindest. Klemm dir nicht den Schwanz in der Tür ein. Sehr freundlich, Geralt. Wo ist dein Nachttopf? Ja, her damit. Her mit den Kohlen. Armer Kerl. So, was haben wir jetzt hier? Schläft er jetzt? Ja. Und langsam. Langsam. Oh, zu schnell. Ich
will das hier alles ver. Ich will diese Dinger hier verbrennen. Unten war jetzt nichts. Hat er den Schlüssel? Ich hau mir jetzt eine mit der Flasche über. Okay, los geht's, los geht's. Gib mir die Flasche. Ja, gerne, Lehrer. Robust genug, meine helmlose Wache ins rechte Räume zu schicken. Ausgesetzlich zielgerichtet genug. So, wo ist die Flasche? Oh. So, Seelen. Ach so, sicher und werfen. Scheiße. Taschentuch. Ich habe einen Schlüssel. Ja, jetzt kann ich es verbrennen. Das bringt anscheinend der Facho. Schnell, schnell. Sehr schnell, schnell. So viele Banner wie möglich. Szenario. Oh Gott, er wacht gleich wieder auf. Genug, her mit dem Stock. Und weg damit. So, jetzt die Frage. Welches war das? Das da hier? Ist ja gut. Kanalisation, das war's nicht. Okay. Ach, süßes Spiel. Echt süß. Gefällt mir. Schaut euch an, wie er schleicht. Oh, falsch. So, jetzt rechts oder links? Gehen links. Wahrscheinlich völlig falsch, aber wir gehen jetzt. Ich hoffe, er kann auf seine Laute mal spielen. Ich schlage ihn, glaube ich, lieber nochmal K.O. Nicht die Tür aufmachen, wacht er wahrscheinlich auf. So, also du. Ha! Ja, weg hier. Was haben wir hier? Nichts. Aber wir können hier mal speichern. Sonst geht das alles schief. Über diese Ratten. Geh weg. Geh weg. Bitte dreh dich nicht um. Das war, glaube ich, ein Fehler. Oh, das war, glaube ich, ein Fehler. Oh nein. Da ist mein Fehler. Kann ich was Kleines essen? Aber ich habe Kleidung, neue Kleidung. Was bringt es mir? Patenhaube habe ich. Habe ich. Bringt mir ja nur Minus. Nein, danke. So, verbrennen. Was gibt es hier? Er kommt. Der Stock. Oh, ich kann klettern. Süß. Kerzen her mit den Kerzen. Nicht sehen. Geh weg. Schleich dich. Der hat wahrscheinlich einen Schlüssel. Der damit. Geld, 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 immer Geld. Schicksalskarte. Was auch immer das bedeuten mag. Okay.
Ein Schlüssel. Ich brauche eine Flasche. Will ich noch eine Flasche? Ja. Gott, das geht schief, das geht so schief. Das war nicht so geplant. Okay. Weichen. Was macht das Menü hier? Ah, okay. Normal speichern. Speichern wir mal auch normal. Ist das jetzt normal gespeichert? Ja. Okay. Okay. Hier raus, weil es ist ein bisschen Schildklappen. Ist noch da. Auch ein Stuhl oder so. Flink Tür. Bitte. Leer. Cool, her damit. Auf Maus. Gott, da ist ja noch einer. Gib mir einen Schlüssel. Das war gierig, Maus. Erstmal was essen. Anscheinend hält die Zeit nicht an, wenn ich hier bin. Wie viel HP habe ich denn? Ich habe keine Ahnung. Egal. 8 wird schon passen. Ciao. So. Ich glaube, der hat auch noch einen Schlüssel. Egal, weg hier. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Übertreiben wir jetzt hier mal nicht. Stock. Nachricht, Warnung. Der Mechanismus der Zugbrücke ist äußerst empfindlich. Eine Reparatur durch den Schmied ist erforderlich, mit Vorsicht Hand zu haben. Ich habe keine Angst. Kann ich. Aber ich muss wahrscheinlich werfen. Ja. Easy. Gut gemacht, Maus. Tilo. So. Öltopf. Was macht der Öltopf? Nichts. Ah, Laterne. Wahrscheinlich kann ich hier Öl füllen. Ah, okay. Los, los, los. Tilo, wir müssen unsere Frau retten. Oha, oha. Oh nein, er sieht mich, er sieht mich. Aber die bringen alle so Erfahrung wahrscheinlich. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Mit einer Flasche. Oh, Scheiße. Was gibt's hier? Was kann ich runterschieben? Oh, Gottes Willen. Erstmal hier speichern. Ich weiß doch, dass es schief läuft. Und raus hier. Riss. Gut, der andere hat mich auch gehört. Rennen. Aber rennen. Taschentuch. Schlüssel. Eigene Tür. Mal raus hier. Der war doch hier. Der, ah, da oben ist er. Tilo. Knapp. Ich will es verbrennen. Was
leise. Oh, jetzt aber schnell. Verstecken. Das war's. Ich will hier sterben. Oh Gott, weg hier. Keine Ausdauer. Ich hoffe, die sind blind. Sind sie blind? Die sind wirklich blind. Da war ich ein bisschen zu gierig. Schöne Visage. Er hat mich doch schon wieder gesehen. Schrank. Aha. Und ich dachte, Ratten wären schlau. Geh weg. Geh weiter. So, was haben wir hier? Getreide. Alles voll. Oh, Kerzen. Buch. Schlüssel. Verliesgeneral. So. Das Logbuch wird sorgsam geführt. Willem Staud wegen Pastetendiebstahl zu 5 Tagen Verlies verurteilt. Okay, hier sind ein paar. Verschwinden es durch und durch rätselhaft. Was auch immer du sagst. Lese, Verlieskarte. Sobald du eine Karte von deinem aktuellen Standort hast, kannst du M halten, um schnell auf sie zuzugreifen. Du kannst dir deine Karten auch über den Inventar ansehen. Oh. Ah, diese Sprechblase ist der Kerold. Schicksalskarten. Was auch immer. Bücher. Ach, die lese ich mal irgendwann. Oh Gott, ich dachte, ich hänge jetzt fest. Ich habe jetzt was bekommen, aber was? Ich will nicht zurück. Die ist mir zu krass, die Leute. Burghof. Schön sieht das hier aus. Wer? Freund, Feind. Ah, sieht das nicht schön hier aus? Der ist, glaube ich, Feind. Der sieht mir ein bisschen... Ah, mit dem kann man reden. Okay. Hallo, Mr. Schmied. Alles klar, Mars? Guten Morgen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja? Du siehst ganz schön verloren aus, als suchtest du nach Antworten. Für ein paar Florin will ich dir vielleicht die eine oder andere Sache verraten. Florin ist die offizielle Währung der 5 Rattenprovinzen. Die Münzprägung erfolgt in 1F, 5F. Okay. Schieß los, frag mich etwas. Ich suche meine Frau. Hast du sie gesehen? Das kostet 2 Florin. Das ist es mir wert. Wenn sie eine Gefangene ist, dann ist sie nicht hier. Wow. Auf Burg die Ruin gibt es nur männliche Insassen. Aha. Gut. Sonst noch was? Ja, schieß los, frag mich etwas. Kannst du mir sagen, wie du heißt? Wo bleiben meine Manieren? Ich heiße Rolo. Und ich bin Tilo. Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Ja. Schieß los. Leider knapp bei Kasse. Kannst du mir nicht irgendwie anders helfen? Schon. Vielleicht kannst du stattdessen etwas für mich erledigen. Ja? Einer meiner Hämmer scheint Beine bekommen zu haben. Ich kann es nicht beweisen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die beiden Langfingermäuse in den Arrestzeiten etwas damit zu tun hätten. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du ihn mir wieder zurückbringst. Okay. Aber. Das ist ein Labyrinth. Wonach suchst du denn? Ich brauche eine Karte. Mal sehen. Wenn du sie nicht selbst findest, kann ich sie dir für, sagen wir mal, 6 Florin pro Karte verkaufen. Boah. Okay. Irgendwas dabei, was du gebrauchen kannst? 6 Florin. Ja, genau. Sieht aus, als ob ich reich bin. Na, ich wollte noch mit dir reden. Es gibt ein paar Dinge nach
Denen ich suche, kannst du mir helfen? Wonach suchst du denn? Ich bin auf der Suche nach Rosen. Muss dich hier gut auskennen, bevor ich dir helfen kann. Mal sehen. Irgendwas dabei? Ein Baunett. Ja. Aha, ich war noch auf der Suche nach deinem Hammer. Ich habe da mal eine Frage. Hast du mir dabei geholfen, aus meiner Zelle zu fliehen? Ich? Nein. Aber ich kann dir vielleicht einen Tipp geben. Für 2 Florin verrate ich es dir. Komm, ist jetzt auch schon wurscht. In Ordnung, also, falls du es bis oben auf deinem Wachturm schaffst, findest du vielleicht die Antworten, die du suchst. Dein Wachturm. Okay. Pass nur auf, wo du deine Nase reinsteckst, junge Maus. Gut, ich werde vorsichtig sein. Ja. Ich hab da mal eine Frage. Warum tragen die Tore und Türen vom Verlies so seltsame Namen? Du meinst die schweigende Tür, die wimmernde Tür und so weiter? Ja, klar. Sie wurden danach benannt, was die Gefangenen tun, wenn sie hin durchgeführt werden. Je nachdem, ob sie zum ersten Mal im Verlies landen oder ob sie hinausgeführt werden, um am Galgen zu enden. Na schön, weißt du sonst noch irgendwas? Ah, kommt noch eine Frage. Was machst du da? Lärm. Genial. Gut, sonst noch was? Nein, ist ja gut. Ich bin ja schon weg. Wenn das Glas geworfen wird, zerbricht es und hinterlässt eine Schleimlache, in der unbeschuhte Wachen ausrutschen und hinfahren können. Okay. Ja, damit. Ich alles mit. Beide. Auch Reifen einer Wache. Oh. Du kannst ein Kostüm aus seinem Inventar per Tastendruck ausrüsten oder ablegen. Die komplette Rüstung besteht aus. Ba, ba, ba. Okay. Was Rüstung? Resistenzen mehr, aber Werte. Lassen wir erstmal so. Mal schauen. Meine Helme. Also, ich will auf dem Wachturm. Hier läuft aber irgendwo. Da ist eine Rose. Welche? Rose. Sammle Rosen. Es pausiert nicht. Bücher. Kostüm, Lieder, Meeresbuch, ist es das? Ah. Das letzte Dorf lag seit 2 Tagen hinter euch und du spürtest, Meister Levlin würde es nicht mehr bis dahin schaffen. Also betest du ihn in den Handkarren, betteste, oh Gott, egal. Und eiltest weiter. Ein junger Bardenlehrling allein in einem Königreich, das du bisher nur aus Liedern kanntest. Weiter ging es in Richtung der Hügel, über zerfurchte Straßen, durch Furten, immer weiter, bis der Weg steil und rutschig wurde, bedeckt mit Moos und nass vom Regen. Und dort, hinter dem Hügel, zwischen farbenprächtigen Feldern voller Blumen, lag ein Dorf, Hammel, eine Insel in einem Meer aus Gold. Schön. Okay. Ich will auf den Wachturm. Schauen wir, was uns hier erwartet. Guck mal, der ist weg, bevor wir uns hier selber verletzen. Okay, wo ist die Karte jetzt? Ich habe keine Karte. Oh, das kann ich verbrennen. Ganz schön Erfahrung, oder? Gibt es hier Erfahrung überhaupt? Fähigkeiten. Ah, hier. Interessant. Ein Wort, das zu verstehen ist, um es hier zu erklären. Okay. Wo bin ich hier? Da runter. Kann schon später mal. So. Leer. Alles leer hier. Vielleicht für später. Oder da hoch. Da drüben. Was passiert hier? Ah, wahrscheinlich muss ich von außen dahin. Gut, macht Hilo. Schau dich nur an, wie süß wir da stehen. Er will doch bloß deine Frau. Oh Gott. Das. Au. Und ich sagte, oh Gott, und dann passiert es. Aber wir gehen jetzt gleich nochmal hoch.
Hoch, 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 hoch. Immer schön die Treppen rauf. Du bist da runter. Ach, später. Wenn ich es nicht vergesse. Ah, kann ich was verbrennen? Mach auf. Ah. Nichts. Dann gehe ich später hin. So, so, so. Los, Tilo. Bester Mann. Oha, das war knapp. Was ist jetzt der Wachturm? Ui. Uiuiui. Springt er weiter? Oh, eine Rose. Springt er weiter, wenn ich renne? Lesen wir. Lesen wir. Waren wir. Sie gewährten euch Zuflucht, eine Witwe, bewandert in solchen Dingen, bereitete er einen Tee aus Holunderkraut zu, um das Fieber deines Meisters zu senken. Du wolltest ihnen die wenigen Münzen geben, die du mit ihr trugst, doch die Mäuse von Hammel wollten nichts davon wissen, aber sie akzeptierten deine Hilfe auf den Feldern, da zu viele Mäuseriche das Dorf wegen der Kupfermine verlassen hatten. Nach Sonnenuntergang baten sie dich zu spielen. Du sangst von fernen Orten, von denen sie noch nie gehört hatten und die sie niemals sehen würden. Das klingt doch ruhig. Schön, schön, schön. So. Ist nichts mehr. Oh Gott. Kann ich da was machen? Kann ich das sonst? Egal. Sonst gehen wir mal da lang. Habe ich noch eine Flasche? Habe ich nicht. Mist. Oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Da gehe ich später hin. Gehen wir erstmal hier runter. Los, Tilo. Was haben wir hier? Nichts. Oh, eine Schatulle. Ja, geht dein Schmarrn hier. So viele Schlüssel. Los, los, los. Pack den Stock weg. Brauchen wir nicht. So. Stecken wir uns mal. Und speichern. Ich habe die Befürchtung, wir gehen drauf. Quatsch, steig aus. Los, los, los. Da ist einer. In der Waffenkammer. Schläft einer. Langsam, Tilo. Ganz vorsichtig. Die haben doch wahrscheinlich einen Schlüssel hier überall. Was ist da drin? Nichts. Toll. Langsam. Langsam. Schicksalsgrade. Kann ich die auch ausrauben? Sieh zu. Ohne zu auszuschalten. Okay. War schon mit Fusel. Da wäre ich aber auch sauer, wenn mir einer den Fusel klaut. Jetzt aber schnell weg hier. Jetzt aber schnell weg hier. Schnell, Tilo. Steck dich. Hat mich gerissen. Mit der Apfel. Das war nicht so geplant. So. Schläfst du wieder? Mein Freund. Schläft er? Ja. Boah. Sonne ist sauber, aber auch. Ich muss sie beide ausschalten. Die haben wahrscheinlich einen Schlüssel. Eine Schicksalskarte Element. So, wie viele Flaschen habe ich denn? Zwei. Eine für dich, du Sau. Wie? Dein Helm? Ja, doch keine.
Na gut. Lass ich mich jagen? Feldkiste, Feldkiste, Feldkiste. Und seid ihr alle hier mit euren Feldkisten? Jetzt hier keinen Stress, also tschüss. Leise, Tilo. Mann, Scheiße, ich sagte leise. Überall Banner, die ich verbrennen kann. Oh Gott, ich bin hier völlig falsch. Warte, die ist offen. Aber Geld, Geld ist gut. Bitte, bitte fall nicht um. Bitte fall nicht um. Ist das eine Rüstung, die ich bekommen kann? Ich habe ihn den Fusel geklaut. Gott, war der sauer. Kann ich das nehmen? Ah. Ist eine Maus in Rattenkluft. Nichts. Was sind denn meine Missionen? Aufgabe: Finde ein paar Beinschienen, finde einen Schaller. Ich mit den zwei Dieben. Okay. Leise, leise. Bisschen schneller. Leise. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh Gott. Oh mein Gott. Ganz vorsichtig. Weise. Zum Glück können Sie mich nicht reden. So, langsam, langsam. Nachttopf. Lecker. Komm schnell weg hier. Okay. So. Was ist jetzt Wachturm oder ist. Wen sind's denn hier? Okay, erstmal speichern. Das gefällt mir gar nicht. Schnell speichern und raus hier. So, Flaschen habe ich ja genug. Du, pass auf. Oh Gott, er sieht mich. Oh Gott, er sieht mich. Er sieht mich sowas von. Oh Gott, der andere sieht mich auch. Der hat einen Helm. Mist. Oder? Okay, jetzt weg von mir. Ich muss zu meiner Frau. Doch viel zu laut sein. Oh Gott. Oh Gott, das geht doch schief. Was hast du? Taschentuch? Nichts. Oh Gott. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Gehen wir da rein. Gehen wir da rein. Überall Ratten. Sie verfolgen mich wirklich überall hin. Den Helm. Oh Gott. Oh mein Gott. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich glaube, er kommt. Ich glaube, er kommt. Ich glaube, er kommt. Das war's. Das war's. Ich bin in der Sackgasse. Bitte nicht! Bitte nicht! Er hat mich gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Okay. Hilfe, Schmied! Oh mein Gott! Noch mehr Flaschen.
Oh Gott. Kommt denn der hier? Was da hoch? Heiliger. Hilft mir denn hier keiner? Gesichtsschutz. So, Kleidung. Ist das besser? Oh, das. Oh, das machst du auf jeden Fall besser. Ja, damit. Nix, nix, nix. Das macht's noch besser, aber den Rest halt weniger. Wie sehe ich denn aus? Ja, krass, dich genau. Gottes Willen. Ich bin viel zu schwer. Ich habe keine Kraft. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Weg damit. Oberkörper, habe ich was für einen Oberkörper? Nee. Viel zu schwer. Okay. Tempo beim Rennen. Das ist doch viel zu schwer. Ich glaube, das wird nichts. Weg damit. Da kann ich mich vielleicht auch vorbeischleichen. Noch. Ich will da rein. Hier ist total falsch. Weg hier! Was sind die Mäuse? Aua, aua, aua. Aua. Das ist eine Rose. Hör damit. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Nee, ist gut. Okay. Hilf mir, Schmied. Sehen. Ich verballere hier meine ganze Nahrung. So, was mich da bringt. Ein Karotte. Was macht? Sehr gut. Oh. Ich wollte auch speichern. So. So, der geht wieder runter und da ist nichts. Was? Da muss ich hin. Komm, geh wieder runter. Geh wieder runter. Ja, sehr gut, sehr gut. Langsam, langsam. Oh Gott, das geht doch schief. Das ist was schief gegangen. Hey. Was geht hier ab? Ihr zwei, hä? Was ist hier los? So. Was machst du hier im Haus? Du siehst, als hättest du. Du siehst aus, als hättest du dich verlaufen. Ich suche nach einem Weg, um hier rauszukommen. Was? Du kannst nicht ausbrechen. Wir sind die, die ausbrechen. Psst. Was? Er wollte mit uns kommen. Soll es mit uns kommen? Wäre es nicht sicherer, wenn wir getrennt wären? Die Tür war offen. Ha, diese Schlösser sind ein Kinderspiel. Die knacken mir 0,0. Aber wir müssen Vorräte sammeln, bevor wir gehen. Ohne die kommen wir nicht weit. Hinter diesen Mauern erstreckt sich über hunderte von Meilen nichts als Moor. Hör lieber auf sie. Sie ist vielleicht kriminell, aber keine Lügnerin. Und ob ich eine Lügnerin bin? Nein, bist du nicht. Nämlich eben ein Boot, wir sind doch am Seehof, oder nicht? Warte mal, sie? Du bist ein Weibchen? Ja, wieso fragst du? Nur so? Gut. Willst du mit uns kommen oder nicht? Alles klar, erzähl mir, was ihr vorhabt. Also. Warte mal, wir wissen doch gar nichts über ihn. Was, wenn er für den Kommandanten spioniert? Ah, stimmt. Er könnte auch eine sehr kleine Ratte sein. Wenn du mit uns kommen willst, musst du uns beweisen, dass wir dir vertrauen können. Wie ist dein Name, Maus? Tilo. Er heißt Tilo. Was? Wo weißt du das? Meine Omama konnte das Schicksal weissagen. Das liegt vermutlich im Blut. Was ist eine Omama? Mäuse teilen sich die Verantwortung für das Aufziehen ihrer Nestlinge mit den anderen Bewohnern ihres Dorfes. Omama bedeutet in der Sprache der Mäuse wortwörtlich zweite Mutter.
Ah ja. Als Hellseherin kannst du mir bestimmt auch sagen, was ich gerade denke. Dass ich lieber die Klappe halten sollte. Wow, sie ist richtig gut. Wir verraten keinem unsere wahren Namen, aber nenn mich ruhig Schattenphönix. Und ich bin Fatale. Jetzt verrate ihm doch nicht deinen echten Namen. Blumen, Gustav. Ach Gott. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ach. Hör gut zu, Tilo. Beweis uns, dass du die richtige Maus für uns bist. Bring uns ein Taschentuch vom Gürtel einer Wache. Lassen wir dich vielleicht mit uns kommen. Aber was für euch hier? Was denn, zeig her? Du holst das gestohlene Taschentuch heraus und hältst es den beiden Dieben hin. Ich will es nicht. Du wolltest doch einen Rotzlappen haben, Gusto. Dann nimm du ihn auch. Na schön, gib schon her. Zufrieden? Er hat getan, was du wolltest, Gusto. Lass ihn mit uns kommen. Nicht so schnell. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir für die Reise brauchen. Wenn du die findest, kannst du dich uns anschließen. Sag, was du brauchst. Wir haben eine Liste. Bring uns jeden Gegenstand direkt, nachdem du ihn gefunden hast. Wir verstauen alles hier in der Zelle, bis wir bereit sind, aufzubrechen. Warum gibst du mir nicht einfach die Liste? Wenn du geschnappt wirst, könnte sie uns verraten. Er ist nicht besonders helle, oder? Als Gegenleistung verraten wir dir ein paar Geheimnisse unseres Handwerks. Wie du deine Sinne schärfst, besser und ausdauernder wirst und so Zeugs. Dann wird das alles hier viel einfacher für dich. Alles klar, ich bin dabei. Dann lass uns loslegen. Also gut, was braucht ihr als erstes? Wenn wir unterwegs sind, werden wir Passierscheine brauchen. Bringen uns zwei Stück. Drei. Drei, das habe ich doch gesagt. Hey, Augusto. Was bist du, ein Dieb, ein Langfinger? Ich bin ein Lautenspieler, ein Lautenist. Ist was? Was macht er? Er ist Lautenist. Das ist einer, der auf Beute lauert. Beute ist genau unser Ding. Ihr seid Diebe. Wir haben in unserem ganzen Leben noch nichts gestohlen. Wir finden einfach Sachen und nehmen sie mit. Das stimmt. Ohne Erlaubnis. Ich suche nach dem Helm einer Wache. Meinst du etwas so einen wie diesen hier? Er ist nicht schlecht und hat genau deine Größe. Die sind nicht so leicht in die Finger zu kriegen. Was kannst du im Tausch dafür anbieten? Ja, mit Geld? Was sollen wir hier drin mit Florin? Zudem sind wir Mäuse mit Prinzipien. Genau. Und zu unseren Prinzipien gehört, dass wir niemals für etwas zahlen. Schreibst du deine eigenen Lieder? Oder singst du nur Lieder von anderen? Begabteren Baden? Jeder Bade schreibt seine eigenen Lieder, hey. Okay. Genau, die Ballade von Gusto und Fatale. Dann würdest du uns unser Ruhm vorauseilen. Ich helfe dir dabei. Also gut. Ich lege vor, du versuchst genau so gut zu sein wie ich. Schaffst du das? Von den Gaunern der Legenden handelt diese Weise. Still und leise. Die Legenden, die legendären Geschwister, das perfekte Verbrechen. Wundert euch nicht, sie werden euch ausbrechen. Sie sind so bombig, ich kann es kaum aussprechen. Das? Alle schlau, auf ihren Mut könnt ihr bauen. Doch würde ich an eurer Stelle nicht auf sie setzen. Doch würde ich ihr dennoch niemals vertrauen. Gusto ist grazil und unglaublich stark. Er blendet und stiehlt bei Nacht und Tag. Er strotzt vor Scham und ist unglaublich wark. So was gibt es ja noch nicht mal, du Genie. Hahaha, lass uns nochmal versuchen. Stille und leise. Sie werden ausbrechen. Dennoch niemals vertrauen. Tag, keiner kann besser täuschen und betrügen als sie. Sprechen viel von der Flieh. Sie haben dir alle, selbst den Schuh, noch vom Zeh. Und glaubst noch, das war dein eigener Vorschlag? Das war eine gute Idee. Jetzt schaut in eure Beutel, denn für das große Finale. Und fliehen quer durchs Land. Fatale. Ganz schön gut, schon gut, schon gut. Du musst ja nicht gleich ausflippen und anfangen zu singen. Kannst du eine Melodie dafür schreiben? Klar, aber das dauert ja ein wenig. Nächstes Mal dann. Misch den Staub vom Schaller und Recht in dir. Jeder Helm gehört dir. Bestimmt gut aus, wenn man ihnen etwas poliert. Siehst du, wir sind Mäuse, die ihr Wort halten. Es gibt für alles ein erstes Mal. Schmiedehammer, ja. Wer hat dir das gesagt? Der Schmied?
Weiß ihr, dass wir ihn genommen haben? Ja, natürlich. Na schön, vielleicht wissen wir etwas darüber. Vielleicht hatten wir den Plan, aus unserer alten Zelle im Verlies einen Tunnel zur Kanalisation zu graben. Wir sind nicht besonders weit gekommen, bevor sie uns hierher verlegt haben. Wir haben den Hammer versteckt, zusammen mit ein paar anderen Sachen. Wenn du versprichst, dass du uns die Sachen bringst, verraten wir dir, wo wir sie versteckt haben. Okay, er ist in einem Versteck in unserer alten Zelle im Verlies. Das sind zwei Metallringe in der Wand. Man kann mit ihnen ein Geheimversteck öffnen, wie wir herausgefunden haben. Dieser Ort steckt voller Geheimnisse. Du wirst ihn hier brauchen. Okay, Schlüssel. Ich habe dir eine Anleitung aufgemalt. Gib dir eine Chance. Papier. Schau sie dir erst an, wenn du im Verlies bist. Die verarschen mich doch. Ja. Hast du die Anweisung gelesen, die ich gebe? Ich frage mich, warum sie nicht. Auch den Wachturm, wo ist er? Du gehst jetzt zu uns. Soll ich jetzt gehen? Lebe wohl. Ganz komische Mäuse. Ganz, ganz komische Mäuse. Oh, ich muss hier raus. Ich hab Ding bekommen. Ich hab doch was bekommen vom. Was ist denn? Was ist denn? Bücher, hier habe ich doch was Neues gehabt, oder? Das wird nicht zum Verklärung. Und dann, eines Abends, trat ein junges Weibchen aus der Menge. Die Jungmäuse zerrten sie geradezu auf die Tanzfläche und neckten sie, bis sie schüchtern begann zu tanzen. Seltsam, dass du sie in all den Wochen noch nicht bemerkt hattest. Du spieltest für sie so schnell, wie sie tanzen konnte. Und sie tanzte für dich, so schnell wie du spielen konntest. Beide verzaubert vom Geist des Liedes, die Funken des Feuers toben, doch sie überstrahlte sie mit Leichtigkeit. Okay. So, ich muss jetzt hier raus. Das geht schief, das geht so schief, das geht sowas von schief. Viel zu viele Wege. Maus, Maus, Maus. Maus. Ratten über Ratten, meine ich. Eine Eichel. Oh Gott. Das war falsch. Das war richtig falsch. Oh Gott, ich muss mich verstehen. Oh Gott. Kommt er? Kommt er nicht? Er kommt. Er kommt. Dann geht's hoch. Puh, ich dachte, er kommt auf mich zu. Weg! Dumme Ratte! Gut. Stock, 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 Stock. Wo bin ich hier? Nichts, ich will den Hebel. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Machen wir lieber wieder zu. Vorerst. So, was haben wir hier? Haben wir hier was Schönes? Nee, nur zum Verstecken. Süß. Was habe ich denn jetzt zu tun? Ich habe so viele Missionen. Schmiedehammer. Hol den verlorenen Hammer des Schmiedes von den zwei Diebesmäusen zurück, damit er die Hälfte der Hammer ist in einem Geheimversteck in Gustus und Fatales alter Zelle. Ich habe doch was bekommen. Verschlüsselte Nachricht. Okay. Was auch immer. Kostümbuch. Süß. Okay. Kann ich hier speichern auch? Ah, muss ich ein Versteck befinden. So. Na gut. Speichern. Das war doch mal ein schöner Start fürs erste Mal hier. Sieht da nicht süß aus. Schaut ihn euch an. Also.
Hier ist viel Trubel. Wir suchen also anscheinend unsere Frau, sind seit 10 Tagen hier gefangen. Anscheinend haben wir uns nicht richtig benommen bei diesem König oder wie er heißt. Na gut, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, ob wir hier rauskommen und ein paar Leuten hier helfen können, weil die haben hier schon ein paar Sachen und ich bin völlig orientierungslos. Na gut, danke, dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.